Hallo und willkommen zu einem weiteren Sammlungsvideo. Nach meiner DVD-Sammlung habe ich gedacht, warum mache ich nicht auch nochmal ein Video über meine Seriensammlung. Hier hat sich auch, ja, so ein bisschen was getan. Es sind auch hier wieder ein paar DVDs weggekommen, wieder ein paar neue dazugekommen. Und dann fange ich auch hier hinten schon an. Ja, es tut mir leid, wenn ich es ein bisschen schräg halten soll. Denn hier vor diesem Regal steht noch ein weiteres und da ist das halt mit dem Randkommen nicht ganz so einfach. Aber hier haben wir als erstes, ich zeige halt immer nur, ja, die erste Volume, die ganze Charmed-Reihe von Staffel 1 bis 8. Hier ist Staffel 2, dann haben wir hier Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5, Staffel 6. Staffel 7 und Staffel 8, ja, immer noch eine super gute Serie, kann man sich immer wieder angucken. Und ich gucke auch immer mal wieder in einige Folgen rein, die ich absolut toll fand und ja, einfach großartig. Dann haben wir als nächstes, ja, man sieht es, Pretty Little Liars. Und zwar habe ich mir einen, ja, Schuber gebastelt. Hier sind halt die Staffeln 1 bis 7 drin komplett und ich habe mir einen eigenen Schuber dazu gebastelt. Ich habe dazu eine Anleitung gesehen und habe gedacht, ja, warum probierst du es nicht mal selber, dir einen Schuber zu basteln? Ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ja, mir gefällt da, ich finde ihn toll und ja. Außerdem ist Pretty Little Liars richtig coole Serie. Ja, wer so halt auf Mystery, ein bisschen Drama und das alles steht. Ja, mega gute Serie. Auch hier ab und zu mal ein paar Folgen. Na, komm schon rein hier. Ein paar Folgen, die ich auch mal wieder gucke. Ja, die 7. Staffel ist noch nicht so, ich sag mal, noch nicht so alt. Die habe ich erst, ja, vor kurzer Zeit gekauft und ich musste halt einfach die letzte Folge nochmal gucken, weil ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann weiter mit einer meiner, ja, weiteren Lieblingsserien, Supernatural. Hier haben wir einmal Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4. Ach, geht das hier schon wieder nicht rein. Dann haben wir hier Staffel 5. Die auf Englisch ist, zwar mit deutschen Untertitel, aber ich habe mir vorgenommen, die 5. mir nochmal direkt auf Deutsch zu holen. Dann haben wir hier die Staffel 6, Staffel 7, Staffel 8, Staffel 9, dann Staffel 10 und ganz neu Staffel 11. Ich habe es endlich mal geschafft, mir die neue Staffel zu kaufen. Hat ja eine Weile gedauert, bis ich irgendwie dazu gekommen bin. Jetzt kommt ja auch endlich die 13. Staffel und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Staffel 12 hat ja mal wieder spannend geendet und ja, freue mich und hoffe, dass es wieder eine gute Staffel wird. Dann haben wir hier noch Murder in the First, die 1. Staffel. Harper's Island, die komplette 1. Staffel, auch richtig toll. Und am Ende haben wir hier noch die 1. Staffel von Revenge. Das war es dann auch schon von dieser Reihe. Und dann mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier geht es dann auch schon sozusagen mit den restlichen Staffeln weiter. Also ich habe hier oben wirklich die Serien, die ich, ja, sozusagen richtig gut fand, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und unten drunter ist dann halt noch eine Reihe mit anderen Serien. Aber ich mache erstmal hier weiter. Da geht es noch weiter mit der 2. Staffel von Revenge. Sowie Staffel 3 und Staffel 4. Damit auch endlich komplett. Dann machen wir weiter mit The 100, die 1. Staffel. Staffel 2, da bin ich gerade am Rewatchen mit Staffel 2. Also Staffel 1 habe ich schon durch. Jetzt kommt demnächst Staffel 2 dran. Und ich habe es mir, oder beziehungsweise ich habe es geschafft, endlich Staffel 3 zu kaufen. War ja auch schon sehr, sehr lange auf meiner Liste, dass ich endlich mal Staffel 3 kaufen wollte. Ja, Staffel 4 wollte ich mir auch noch holen, aber da habe ich gesagt, da warte ich noch ein kleines bisschen, bis ich,
ja, vielleicht Staffel 2 durch habe und dann Staffel 3 anfange und dann werde ich mir die vierte holen. Dann kommen wir zu einer neuen Serie, die ich ja noch nicht so lange habe, aber die im Moment ja, eine absolute Lieblingsserie ist. Und zwar die erste Staffel von Teen Wolf. Habe ich mir geholt, weil hier einer meiner Lieblingsschauspieler mitspielt. Und ich habe gedacht, ja, also ich wusste, dass es damals im Fernsehen kam, aber ich habe mich da halt nie so für interessiert. Und ja, es war halt auch nicht so meins. Und dann habe ich mitgerichtet, ah, da spielt ja dein Lieblings- oder einer deiner Lieblingsschauspieler mit. Und kaufst du dir halt mal die erste Staffel. Und ich war absolut geflasht. Hat mir richtig gut gefallen. Muss ich auf jeden Fall weiter gucken. Und dann haben wir hier noch Game of Thrones, einmal die Staffel 3 und Staffel 4. Ich hatte ja damals Staffel 1 und 2 waren nett. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Also ich fand sie nett, habe sie dann aber wieder verkauft und habe dann erst sehr viel später mitgekriegt, ja, dass in Staffel 3 und 4 ebenfalls einer meiner Lieblingsschauspieler mitspielt und habe dann gesagt, so, jetzt kaufe ich mir Staffel 3 und 4 und gucke die mir an. Und die haben mir relativ gut gefallen. Ich habe jetzt auch die restlichen Staffeln schon alle gesehen. Die kamen ja zum Glück nochmal im Fernsehen. Da habe ich jetzt bis zur 7. durchgeguckt. Ich kann den Hype trotzdem darum nicht verstehen. Also ich fand jetzt 3 und 4 richtig gut. Staffel 5 ja, eher weniger. Staffel 6 war jetzt auch nicht so meins. Ab und zu mal eine Folge, die ich richtig toll fand. Aber ansonsten ja, hat es mir halt nicht wirklich gefallen. Ich gucke die Serie natürlich zu Ende, weil ich halt auch wissen will, wie es endet. Aber ja, so wirklich den Hype darum kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das war's dann. Das war's dann von diesen DVDs. Hier liegen dann noch meine ungesehenen Serien. Da haben wir einmal die zweite Staffel von Teen Wolf und natürlich gleich die dritte Staffel. Ich habe gesagt, wenn ich mir jetzt eine Staffel hole, die ist ja im Nu durch, nimmst du gleich zwei Staffeln mit. Deshalb die beiden. Wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja. Und dann haben wir hier noch Once Upon a Time, einmal Staffel 2. Und auch noch gleich Staffel 3. Es sind die beiden Staffeln, weil ich vor etlichen Jahren, also es ist schon sehr, sehr lange her, habe ich Staffel 1 noch im Fernsehen gesehen. Ja, war ganz nett, aber irgendwie hatte ich ja nicht so den Drang dazu. Und jetzt hatte ich halt wieder Lust auf die Serie. Und da ich ja Staffel 1 schon kenne, beziehungsweise noch ein bisschen weiß, wie es geendet hat, habe ich gesagt, fange ich jetzt halt mit Staffel 2 an. Und lass Staffel 1 erstmal aus, guck erstmal die beiden und dann sehen wir weiter. Das waren ja die einzigen Serien, die ich noch nicht geguckt habe. Und dann kommen wir zum Schluss noch hier unten rein. Und ich entschuldige mich gleich, wenn es zu dunkel ist. Ja, das Licht ist halt hier nicht gut und mit dem anderen Regal. Da haben wir hier hinten, also es ist wirklich dunkel, ich zeige es diesmal lieber mal so, die komplette Staffel von Das Haus Anubis. Ja, ist halt eine Kindheitserinnerung und werde ich deshalb auch behalten. Und dann haben wir hier noch einmal die Serie von Buffy. Da geht's hier los mit, jetzt muss ich selber mal gucken, die natürlich auch wieder falsch rumsteht. Hier haben wir einmal die Staffel 4 komplett, dann ist hier Staffel 3. Dann haben wir hier noch Staffel 5 und ganz neu sind dann ja, Staffel 6 und Staffel 7. So gesehen nach hinten abgeschlossen, nach vorne fehlen halt noch zwei Staffeln, aber endlich das Finale. Das Finale war toll, das Finale hat mir sehr gut gefallen und ja. Und dann haben wir hier noch zum Schluss einmal Das Nesthäkchen, die Serie, genauso wie die komplette Serie von Pippi Langstrumpf, musste ich einfach haben, ich meine, Pippi Langstrumpf ist auch so halt Kindheit und ja. Und zum Schluss noch das Adlon, eine Familiensaga. Ja, das sind halt hier so die Serien, wo ich sage, die jetzt für mich nicht mega brillant sind. Die habe ich halt hier oben drin, aber ja, trotzdem sehr, sehr gute Serien und ja, gefallen mir halt auch sehr gut. Und das war's dann auch schon
von meiner Seriensammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!